Da ich schon seit einigen Jahren eine Küchenmaschine von Klarstein habe, habe ich mich umso mehr gefreut, als vor ein paar Wochen die Firma auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mit ihnen eine Kooperation starten möchte. Und natürlich habe ich da ja gesagt. Ich habe mir eine Eismaschine ausgesucht, passend zu den momentan ja doch sehr heißen sommerlichen Temperaturen hier bei uns. Und heute haben wir sie eingeweiht und zusammen ein veganes Kokosnusseis gemacht. Die ganzen Zutaten habe ich euch hier oben hingeschrieben. Und dann ist einfach nur noch zu beachten, dass am Tag vorher der Thermobehälter einmal schon mal in den Froster kommt, damit der gefroren wird. Und danach kann am nächsten Tag innerhalb von 20 Minuten das Eis gemacht werden. Richtig easy. Einfach nur alles zusammenmischen, die Maschine einschalten, dann die Flüssigkeit einfüllen und den Rest macht die Maschine, wie man hier sieht. Und dann habe ich auch noch die Kokosraspeln hinzugefügt. Das habe ich leider nicht gefilmt. Irgendwie habe ich da vergessen, auf die Aufnahme zu drücken. Und nach 20 bis 30 Minuten haben wir hier wunderbar cremiges Kokosnusseis, wo wir wissen, was drin ist und was dazu noch relativ wenig Kalorien hat. Und das haben wir uns dann schmecken lassen.